Hallo, liebe Freunde der Zahltagsstrategie, da bin ich wieder, Nils Gajowi. Wie viel Verluste kann man sich in seinem Depot eigentlich leisten, ohne dass man sein Kapital angreift? Ich bin dieser Frage mal nachgegangen und bin dabei auf ein interessantes Phänomen des Zinseszinses gestoßen. Das ist sicherlich trivial, aber ich glaube nicht jedem bewusst und deswegen will ich es heute hier mal zeigen. Der Zinseszins wird ja nicht umsonst als achtes Weltwunder bezeichnet und er ist eine der mächtigsten Waffen, die wir Investoren haben. Die Grundüberlegung, die ich mir durch den Kopf habe gehen lassen, war die: Angenommen, ich habe zwei Aktien, in die ich jeweils 10.000 Dollar investiere. Die eine steigt um 50%, die andere fällt um 50%, dann werden aus Aktie A 15.000 Dollar und aus Aktie B 5.000. Ich habe immer noch 20.000 auf meinem Konto. Ich habe also mein Kapital, wenn man so will, erhalten. Das ist ja das Ziel jedes Investments, dass man kein Kapital verliert. Ein Faktor fehlt allerdings bei einer solchen Betrachtung, nämlich der Faktor Zeit. Und der Faktor Zeit sagt mir, dass solche riesigen Kursbewegungen ja häufig, ich sag mal in der Regel, es ist nicht ausgeschlossen, aber in der Regel werden diese Kursbewegungen nicht innerhalb eines Tages passieren. Wer also 50% plus oder minus in Aktien erleben will, der muss sich dafür etwas Zeit nehmen. Und ich habe jetzt mal Folgendes gemacht. Ich habe gesagt, das sind ganz normale durchschnittliche Aktien. Aktie A soll einfach um 5% im Jahr steigen und Aktie B um 5% im Jahr fallen. Also nach einem Jahr ist aus meinen 10.000 Dollar bei Aktie A ein Betrag von 10.500 geworden und bei Aktie B ein Betrag von 9.500. Nach wie vor habe ich meine 20.000 Dollar erhalten. Was passiert aber nun im zweiten Jahr? Und hier wird es interessant. Der Zinseszins schlägt erbarmungslos zu und zwar in beide Richtungen. Das will ich hier mal zeigen. Es passiert nämlich eines, die 5% in Aktie A, die ich pro Jahr an Kurszuwachs hier realisiere, die werden in absoluten Dollarbeträgen immer mehr. Und die 5% Kursverlust bei Aktie B, die werden in absoluten Dollarbeträgen mit der Zeit ja immer weniger. Wenn ich das Ganze auf 20 Jahre fortschreibe, habe ich am Ende 30.000 Euro auf meinem Konto und nicht mehr 20.000. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, in 20 Jahren Inflation und so weiter, da ist das alles nichts mehr wert. Aber es geht auch hier nicht darum, das irgendjemandem als Strategie zu verkaufen, sondern mein Ziel ist hier ganz was anderes. Ich kann nämlich sogar zeigen, was passiert, wenn ich das Spiel mit Aktie B so spiele, dass die Aktie pro Jahr 20% verliert. Auch da, das sieht man hier, mache ich am Ende der 20-Jahres-Periode Geld. Das heißt, mein Kapital nominal zumindest ist hier geschützt. Noch einmal, ich sage nicht, dass das eine sinnvolle Strategie ist. Ich will hier nur eine Modellrechnung aufmachen, die mir zeigt, ein diversifiziertes Portfolio, das ja immer Gewinner und Verlierer enthält, hat aber eine gewisse Fehlertoleranz. Es gibt mir nämlich die Möglichkeit, ein gutes Investment zu pflegen, ein schlechtes Investment irgendwann in den Mülleimer zu werfen, aber ich muss nicht hektisch rein und raus, nur weil die Aktie, die ich gerade gekauft habe, in den ersten 2, 3 Monaten oder vielleicht auch in den ersten 1, 2 Jahren, nachdem ich eingestiegen bin, eben keine Kursperformance hinlegt oder sogar Kursverluste produziert. Kursgewinne, Kursverluste, das ist etwas, was ich als Investor gar nicht beeinflussen kann. Und es ist niemals das alleinige Kriterium für einen Einstieg in ein Investment und auch nicht für einen Ausstieg aus einem Investment. Dafür müssen sich beispielsweise fundamentale Unternehmensdaten ändern. Und wenn ich das feststelle, dann muss ich, und das will ich heute zeigen, auch keine Hektik und keine Eile haben, von einem Investment mich überhastet zu trennen, nur weil vielleicht der Kurs gerade mal um 10 oder 20% gefallen ist. Der Zinseszinseffekt auf lange Sicht arbeitet immer für den Investor und ergibt mir eine große Fehlertoleranz, auch mal mit meinen Investments Kursdellen, Kursverluste auszusitzen. Vorausgesetzt, es bleibt natürlich dabei, dass die Fundamentaldaten intakt sind. Also,
Wenn ich einen Verbündeten suche, der mit mir auf mein Geld aufpasst, dann ist es der Zinseszinseffekt und der wirkt eben, wie in diesem Video gezeigt, in beide Richtungen und zwar immer zu meinem Gunsten. Passt schön auf euer sauer verdientes Geld. Ich wünsche uns allen viel Erfolg, euer Nils Gajowi.